Hallo Leute, ciao von Andrea Ungo. Ja, mein Geld. Mein Geld. Hier muss man mein Geld in Teile trennen. Das heißt, ich habe ein Trading-Konto auf Interactive Brokers und dort habe ich einen Teil meines Geldes und dann habe ich auch Geld in einer Bank hier in Italien und dieses Geld brauche ich für Alltag, Not und so weiter. Ich habe auch genug Geld hier in der Bank und ich habe jetzt mit dem Geld zwei Probleme. Das auf dem Trading-Konto, dort handle ich. Wie? Automatisch, das weißt du. Und wenn du etwas wissen willst, kannst du beim Link unter in der Beschreibung dich registrieren. Das ist frei. Da hast du mehr Info über automatisiertes Trading auch. Das muss ich sagen, sonst weißt du nicht, was ich genau mache. Und auch abonnieren meinen Kanal, klar. Aber mit dem Geld handle ich. Was passiert aber? Es passiert Folgendes. Ich habe vielleicht schon gesagt, dass ich generell als Geld, was ich brauche für Trading, nicht alles nutze, was ich im Konto habe. Warum? Ich rechne niemals nach Margins. Ich arbeite auf Futures. Und wenn man in Futures investiert, hat man ein Margin Requirement. Das heißt, man braucht so und so viel Geld, wie die Margins belangen. Am Moment sind mehrere Margins auch ziemlich hoch. Die sind gestiegen nach der Corona-Krise. Es war sehr volatil und da braucht man einfach mehr Geld, damit man sicher ist, dass man nicht zu viel verliert, würde ich sagen. Also DAX ist gestiegen, Mini S&P ist gestiegen und mehrere Instrumente belangen heute mehr Geld als Margin als vorher. Aber in jedem Fall, nach meinen Risikobeschränkungen, ich habe ein Risikomodell, wo ich generell auf jede Strategie, die ich habe, nicht mehr als 1% pro Tag in Risiko stelle. Das heißt, historischerweise rechne ich so, dass falls ich einen schlechten Tag von jener Strategie nochmal erfahren würde, dann würde das nicht mehr als 1% von dem ganzen Kapital verlieren. Weil ich mehrere Strategien habe, nutze ich natürlich dann unterschiedliche Instrumente. Und ich habe es nicht kalkuliert, aber nach Kontrolle auf dem Konto sehe ich, dass ich normalerweise nicht mehr als ein Drittel ungefähr von dem Geld auf dem Konto brauche fürs Trading. Ich sehe Kontostand und Margin Requirement, Overnight Margin Requirement, das ist ungefähr maximal ein Drittel von dem gesamten Konto. Im Prinzip könnte ich also zwei Drittel, 65% ungefähr von meinem Konto rausziehen und dasselbe dann tun. Das mache ich nicht auf unterschiedliche Gründe. Nummer eins, könnten die Margins sich nochmal erhöhen, also ich würde mehr Geld brauchen. Nummer zwei, psychologisch ist das wichtig. Ich habe ein Konto und ich rechne mit meinen Ergebnissen nach dem Kontostand. Wie viel habe ich in Prozent erreicht? So und so viel, gut. Auf so und so viel. Wäre mein Konto ein Drittel, dann hätte ich vermutlich mehr als Prozentergebnis, aber auch die Schwankungen selbst wären höher. Und ich kann, vielleicht bin ich doof, aber ich kann dir sagen, das ist für mich ein bisschen extrem und psychologisch nicht so einfach damit zu leben. Und das ist nicht nur mein Problem, ich habe auch einige Bücher gelesen, wo Arbeiter in einem Hedgefonds Schwierigkeiten hatte mit dem bösen Boss, weil der immer gesagt hat, warum nutzt du nicht das ganze Geld, was du hast? Er sagt, das ist mein Risikomodell. Ja, aber du hast ein übriges Geld, was machst du denn? Das ist mehr in den Prop-Trading-Firms tätig. Ich meine, in den Prop-Trading-Firms versucht man, das ganze Geld zu nutzen, also das maximal rauszuziehen von dem Geld, was man hat. Das mache ich nicht, obwohl ich irgendein Prop-Trading bin. Ich arbeite mit meinem Geld. Was habe ich jetzt am ersten entschieden? Ich hatte ein Problem. Auf Interactive Brokers, wo ich mein Konto habe, ein Konto in Euro,
muss man Geld zahlen. Alles, was über 100.000 Euro ist, muss man zahlen. Und das ist natürlich wegen Zinsen. Das ist nicht so nett. Und da ich nicht wenig Geld habe und das Geld nicht, was ich nicht nutze, dort liegt als Cash, dort drauf zahle ich. Und ich habe Monate mit 2.000, 3.000 Euro Gebühren, nur weil Geld dort liegt. Man könnte natürlich das Geld auf US-Dollar wechseln, aber dann hätte ich ein Problem mit dem Risiko, US-Dollar-Risiko. Was passiert, wenn jetzt morgen US-Dollar Richtung 1,50 geht? Dann hätte ich natürlich hier in Italien einige Probleme, weil ich in Euro Geld verlieren würde. Und alle diese Probleme sind in der Tat real. Das Problem ist also nur, was ich als Cash habe. Wie gesagt, ich nutze dieses Geld nicht für andere spekulative Trading-Strategien, aber ich habe entschieden, dass ich das Geld nicht einfach liegen lassen will. Und ich will das einfach also investieren. Einige Sachen mache ich schon in Aktien, das weißt du, habe ich schon in anderen Beiträgen hier erzählt. Aber das Große will ich jetzt einfach in einige ETFs investieren. Ich studiere schon länger, wie man in ETFs investieren kann, aber ich will das nicht spekulativ tun. Ich will das einfach nur so aufbauen, damit ich die Trends von der ganzen Welt folge. Und im Prinzip gibt es einige Modelle, die Literatur, aber die kann man auch erweitern, wo man einfach auf 2, 3 bis 4 ETFs investiert. Und diese lässt man da. Und da hat man sogar noch bessere Ergebnisse als die meisten Hedgefonds. Über das können wir in anderen Beiträgen natürlich drüber reden. Aber ich will dir nur sagen, ich habe jetzt angefangen und ich arbeite im Prinzip nach 2 ETFs. SPY und TLT. Diese 2 haben noch ein weiteres Problem hier in Europa. Alle normale arme Leute dürfen das dort nicht investieren. Also die Amerikaner dürfen diese ETFs in Europa nicht an Italiener, Deutsche oder so verkaufen. Wegen einer blöden Geschichte mit der Regulation, weil man kein KID-Dokument hat und dass da es nicht dasteht, wäre das zu gefährlich, das zu investieren. Das ist lächerlich. Also Optionen kannst du nicht verkaufen, aber diese ETFs kannst du nicht kaufen. Ich könnte trotzdem diese kaufen, weil ich jetzt als Professional registriert bin bei Interactive Brokers. Aber dann hätte ich in Italien ein weiteres Problem. Da diese 2 ETFs steuerlich nicht reguliert sind in Italien, würde ich auf den hoffentlichen Gewinne, die ich dort schaffe, nicht das 26% Steuer zahlen, was normalerweise auf Profits an der Börse in Italien ist, sondern ein Prozentsatz, was im Vergleich zu meiner Situation, persönlichen Situation ist. Und das wäre schon in Richtung über 40%, kann ich dir sagen. Es ist in Deutschland vielleicht anders, aber in Italien ist das so. Und das ist dann so nicht so schlau. Ich habe also die 2 Probleme, einer war gelöst mit Professional bei Interactive Brokers, das zweite könnte ich nicht lösen, habe ich Instrumente gesucht, die in Europa verkauft werden und die circa gleich sind zu denen, die ich dort handeln konnte, zu SPY und TLT. Und es gibt einige von iShares, haben wir gefunden, weil ich nicht der Einzige bin, der daran studierte. Und diese sind sogar noch in Euro verfügbar. Das wäre also, im Prinzip hätte ich kein Risiko mehr nach dem Problem von der Währung, Euro oder US-Dollar. In der Tat nicht. Es gibt 2 Kategorien. Die Euro, die nicht gehedged sind gegen Risiko von Euro gegen US-Dollar. Das heißt, diese werden nur abends auf Euro kalkuliert. Aber was an der Euro-US-Dollar-Schwankungen passiert, ist drin. Also ich habe nur eine Kalkulation, wenn die Börse schließt, wie viel das in Euro ist.
Die zweite Kategorie ist diese, die drinnen ein Hedge hat gegen das Risiko von den Schwankungen. Dieses Hedge heißt, dass ich in Euro investiere und kein Risiko habe, wann Euro gegen US-Dollar verrückt wird. Also ich bleibe bei den Euro-Werten ruhig, ohne Probleme, was bei den US-Dollar passiert. Aber dieses Hedge ist eine Versicherung, sowas, und da zahlt man. Und dafür liefert man am Jahr 2-3% ungefähr von den Gewinnen. Da muss man entscheiden. Will man mit dem Risiko bleiben, das heißt, du bist in US-Dollar investiert, obwohl du das in Euro kalkuliert hast, und wenn dort etwas passiert, kannst du sehr viel verlieren, oder willst du jedes Jahr einen Versicherungspreis zahlen und also keine Gefahr mehr haben. Dieser Ansatz gefällt mir so, dass ich jetzt auf Interactive Brokers alles, was übrig bleibt, dort investiere, so habe ich keine Probleme mehr mit dem Cash über 100.000 Euro. Und einen ähnlichen Ansatz will ich auch bei meinem Konto entwickeln. Ich bin gerade in diesen Tagen beschäftigt, einige Funds, wo ich investiert habe, zu schließen. Ich habe dort in 2015 investiert, das waren ungefähr 450.000 Euro in diese Funds, war ein Teil von dem Geld, was ich in der Bank habe, dort habe ich investiert, und gestern waren diese Funds noch im Verlust. Kleiner Verlust, es war ungefähr 3%, aber waren im Verlust. Und da ich an den Leuten zahlen muss, in Jahre von 2015 bis 2020, wo die Märkte nur gestiegen sind, und Geld noch verlieren, das ist natürlich nicht so nett. Deswegen habe ich jetzt entschieden, ich verkaufe diese Funds, und mit dem Geld, was ich wieder zurückbekomme, und das dauert 5 bis 7 Tage sogar noch, also die machen das ganz langsam, mit dem Geld werde ich so ein Modell als Asset Allocation reinstellen. Ein Modell, was als Ziel, erstes Ziel besser als die Funds zu tun, zweites Ziel mehr als Inflation, drittes Ziel, auch etwas zu verdienen. Die Gewinne von dem dritten Ziel habe ich geschätzt zwischen 3-8% am Jahr im Schnitt. Aber daran muss ich noch arbeiten. Das muss so einfach wie möglich bleiben. Und das ist jetzt, was ich mache. Ich habe auch einige Bonds, die jetzt am Moment auch in der Nähe sind von Expiry. Dort wird noch mehr Geld frei werden, immer auf den Banken. Und das werde ich dann auch so investieren. Wenn das interessant ist, werden wir in der Zukunft nochmal darüber reden. Aber in jedem Fall, schreib bitte in den Kommentaren, ob du auch sowas machst oder ob du an so einem Asset Allocation, einfaches Modell, interessiert wäre. Weil ich arbeite schon länger dran und ich bin ein alter Mann. Also ich muss etwas ruhiger tun. Und das ist also ziemlich geil. Ich werde in einem von den nächsten Beiträgen auch dir erzählen, wie viel ich in Kommissionen bezahlt habe von meinem Trading, und dann kann ich schätzen, wie viel es sich lohnt, eine ruhige Arbeit herzustellen, wo man ganz wenig arbeitet, wo der Broker nicht mehr so happy sein wird, aber wo man trotzdem etwas nach Hause bringt. Das ist aber etwas, was wir in der Zukunft besprechen wollen. Wenn du Fragen hast, bitte schreib die. Also wie gesagt, ein Drittel von dem Geld aus dem Trading-Konto ist für Trading. Das brauche ich. Die 2/3 investiere ich in ein einfaches Low-Risiko Asset Allocation Modell, und dieses Modell werde ich bald auch auf dem Banking-Account herstellen mit dem Geld, was ich auf der Bank habe, weil es sich vermutlich besser lohnen wird, als was ich mit dem Fonds nicht geschafft habe, weil ich dort Geld verloren habe. Das war's. Bitte schreibe, was du dran meinst, und nächster Beitrag wird vermutlich über Kommissionen sein. So weißt du, wie viel Geld ich an den Broker zahle und wie happy der Broker mit mir ist. Ciao von der Runge, ciao, bis nächstes Mal, ciao aus Italien.